Ach so. Okay. Ich sollte eigentlich jetzt hier den Kollegen festhalten, aber bestimmt ja. Theoretischerweise könnte ich jetzt hier nehmen, weil ich schon ein paar Folgen drin war. Das ist anscheinend nur in einer ganz bestimmten Kameraposition so, dass hier der Wasserfall irgendwie an ist. Also der Sound. Wir stehen ja nun mal neben Wasserfall, ne? Na, was ist jetzt hier? Jetzt haben wir. Ich frage, was hier los ist. Ja gut, dann schießt eben Jason, das macht jetzt auch nichts. Guard. So. Sehr gut. Aber mal gucken, nicht, dass Valve in den Wasserfall fällt hier. Das wäre natürlich auch episch. Was? Wasserfall-Atmosphäre hier erzeugt mit uns hier Sound. Und Jason wird wie ein erfahrener Schirm, hat immer einen Sack dabei. Da ist auch eine 6. Stimmt. Slash me. Hält mit fest. Und eins. Argon betrachtet die drei skeptisch. Mitten in der Nacht die scheiß Fässer auffüllen. Stand. Oh, das war knapp am Rand. Das Fass, Mann, das fühlt sich auch noch schön, und das Ding ist schon voll. Ich weiß nicht, ob sie schon mal daneben das Fass.
fest. Der hat eins. So, ja, slash me hält Jason am Gürtel. Alter, habt ihr ein Glück. Geht das fast in einem Ruck. Hermann zieht Jason mit nach hinten. So. So, Aaron. Du auch. Und dann ist sicherlich. Der Schmie. Aaron fest am Gürtel. Gab eins. Ich will nicht, dass du verrückst. Es gibt's nicht, Alter. Was hier für Würfel gekommen, Alter. Unglaublich. So, slash me. Zieht Aaron mit zurück. Füllt das Fass langsam aber sicher mit Wasser. So, jetzt müssen wir natürlich wieder zurücklaufen. Gang lässig. Und dann ab nach Hause. Nimmt das Fass wieder an. So, wir heben natürlich unser Fass auch an. Schaut einmal in die Runde zurück in die Mine. Leowin hebt sein Fass auf und setzt sich in Bewegung. Ja, und somit geht der Tross jetzt mal nach Hause. Jason macht einen Screen davon. Immer wieder hochlaufen. Im lässigen Gang, das sieht aber auch affig aus, ne? Jetzt eine Fackel wäre geil. Slash clear, dass wir ein bisschen mehr vom Bild sehen. Leowin. So, hier kommen sie alle. Mit den vollen Wasserfässern, die wir hier in der Hand haben. Ich meine, manche von euch sehen das nicht, aber wir haben jetzt hier gerade volle Wasserfässer in der Hand. Die sind auch nicht ganz leicht. Aaron hat auch eine ganze... Stinkt nach Schweiß, Leowin stinkt nach Schweiß und Aaron hat eine coole Beschreibung. Sieht verdammt gut aus, weiß glänzende Zähne, Naht am Kinn. Bei mir ist das, glaube ich, ein bisschen was anderes. Ich bin, glaube ich, Mitte 40. Ein altgedienter oder ein gut versierter Jäger. Viele Narben am Arm und am Rücken, glaube ich. Müsste ich jetzt nochmal ganz genau gucken, was ich drin stehen habe. Das weiß ich natürlich nicht immer aus dem Kopf. Aber so können wir uns ein bisschen Erze zuverdienen. Und ich würde einfach sagen, Aaron kann das Erz gleich behalten. Um die Schuld beim Schwert etwas zu tilgen. Und schon sind wir das Schwert nämlich schon fast los. Beziehungsweise haben das Schwert dann schon fast bezahlt. Wenn wir das Geld von ihm kriegen.
Das heißt, ich bin meinem guten alten Freund hier nichts mehr schuldig. Das ist natürlich immer schön, wenn eine Schuld beglichen wird. Das sieht schon scheiße aus, der Gang, ne? Also ich würde definitiv niemals im RP so rumlaufen. Definitiv nicht. Wir müssen in der Ego-Perspektive gehen. Mir ist auch aufgefallen, dass man niemals in einer Flucht die Maus nach links und rechts bewegen kann. Das funktioniert einfach nicht. Geht irgendwie nicht. Weiß nicht warum. Oh, jetzt bin ich kurz stehen geblieben. So, und dann haben wir natürlich gleich noch den Auftrag vom Mord gekriegt. Irgendwas mit der Pfanne zu braten. Und da will ich natürlich auch noch gleich hin. Ein bisschen Erz verdienen. Erz ist immer gut. Es ist auch schon wieder 1.30 Uhr. Theoretischerweise könnte ich jetzt wieder Erzbrocken abgeben. Ich weiß nur nicht, ob wir das noch schaffen. Aber also bis um 4 schaffen wir es, glaube ich, auf alle Fälle in die Mine. Die Frage ist nur, ob das RP-technisch dann noch klappt, bis vor 4 noch ein paar Erzbrocken abzugeben. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ich hier habe. Nicht genug eigentlich, aber Herrgott. Dafür könnte ich dann morgen quasi am Ingame-Tag morgen wieder Erz abgeben und somit natürlich dann das Ganze maximieren, meinen Gewinn. Deshalb jetzt mal zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich in die Mine kommen. Und dann sage ich Argon einfach, ich stelle die Fässer ab, ich gehe ganz schnell zu Brenner. Der hat nämlich noch was für mich sozusagen. Und dann komme ich sofort wieder und kläre dann quasi das Geschäftliche mit Argon. Oder ich sage einfach gleich, er soll es behalten. So nach dem Motto, du weißt schon für was. Die Karawane zieht weiter, der Baron ist tot, der Baron ist tot, der Baron ist tot. Ja, wenn ich wüsste, wie ich im Laufen schreiben kann, würde ich jetzt darauf auch lachen. Kann ich aber leider nicht, deshalb laufe ich ein bisschen vor. Slash me lacht. Die Karawane zieht weiter, der Baron ist tot. Der Baron ist tot, der Baron ist tot, die Kara... Okay, meine Freunde, Facepalm. Falb fragt, wer der Baron ist. Wir reden natürlich vom Baron des alten Lagers. Wo wir uns natürlich wünschen würden, dass er tot ist, damit der uns nicht mehr im Wege steht. Der Baron der Karawane ist ein Lied. Ja, ist auf jeden Fall cool, dass jetzt Mad mit von der Partie ist hier bei uns in der Vereinigung. Das finde ich ganz gut. Einer mehr, auf den wir uns eigentlich ganz gut verlassen können, wie ich finde. Also er ist immer relativ nett und er hat, wie gesagt, war das nicht der Typ, der einen Bogen hatte? Ich glaube ja. Ich glaube, es war Mad, der einen Bogen hatte. Und das ist natürlich auch immer ganz gut, wenn man da Leute hat, die schon ein bisschen Ahnung haben, die auch ein bisschen stärker und geschickter sind, wie vielleicht man selber. Oha. Ich hätte nicht nach hinten gucken sollen. Es ist auf jeden Fall um 2. So schnell wie möglich dann nochmal runter zu Brenner. Die Erzklumpen umtauschen, die ich noch in der Tasche habe. Und wenn es halt eben nicht die vollen 35 Erzklumpen sind, die man dann dafür kriegen, ist das auch egal. Es ist aber auf jeden Fall mehr, als wenn ich dann quasi nur im Ingame-Tag morgen abgeben kann. Alter, das sieht aus wie so ein Pinguin. Wie so ein Pinguin sieht das aus, Tatsache. Liam hat die Verbindung getrennt. Quinn hat die Verbindung zum Server verloren. Quinn ist, glaube ich, der Anführer der Freien Jäger. Oh, wieso wird hier angehalten? Ich weiß nicht, was da los ist. Die Fässer ein bisschen weg, Freunde. Lagutas, Tara, die haben uns hier erwartet, oder was? Anscheinend. Aber wie gesagt, ich habe vorhin... Lagutas musste die Schiffe von Nick zufrieden. Ich habe vorhin beim Runtergehen halt eben gehört, dass Lagutas gesagt hat, dass das ein Test für Argon sei, ob er denn auch Aufgaben zuweisen kann. Und da ist natürlich gut, dass wir mit dabei sind, dass wir da unseren Freund bestmöglich unterstützen können. Denn es ist immer gut, jemanden zu haben, der
Ich glaube, er ist jetzt mittlerweile Anwärter. Vor Dankrads Hütte wieder abstellen. Er ist jetzt, glaube ich, Anwärter für die Minenwache, wenn ich mich nicht irre. Und würde mich natürlich sehr freuen. Wobei die Minenwache jetzt, glaube ich, auch nicht viel besser ist als einer von uns. Aber das weiß ich halt eben nicht genau. Da möchte ich mich nicht festlegen. Nicht, dass ich jetzt hier irgendeiner Minenwache zu nahe rücke. Das will ich natürlich nicht. So, auf jeden Fall sind wir da. Es ist 2:30. Das heißt, wir haben jetzt ingame noch 1,5 Stunden Zeit. Das sind vielleicht, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie lange es ist. 5, 6, 5, 5 bis 10 Minuten vielleicht. Wenn überhaupt so lang, ich bin mir nicht sicher. So, auf jeden Fall sind wir da. So, slash me. Stellt das Fass ab. Zack. So, wo ist mein Freund Argon? Argon. Nee, das mache ich nicht. Ich nehme einfach meinen Lohn und gebe ihn dem dann gleich. Ich warte einfach ganz hinten. Finde ich gut, dass er jetzt auch Lohn verteilen darf. Slash me winkt den Zuschauern. Sagt hier Jason. Sie winken dir bestimmt zurück. Sie winken zurück. An dieser Stelle möchte ich alle grüßen, die ich kenne, sagt Valp. Ich habe es ausgerichtet. Achso, wir können jetzt hier auch wieder energisch machen. Machen wir hier nochmal einen schnellen Fix-Me hinterher. Da wird man auch wirklich unsere normale Gangart wieder haben. 2:55 Uhr, das schaffe ich gerade so rechtzeitig zu brennen. Lago, ich schicke dir eben die Screens, das kann er machen. Da tappt er raus, das hat man richtig gesehen, wie er gesprungen ist. So, Leo, was ist jetzt hier? Lago nimmt seinen Lohn zufrieden entgegen. Danke. Und ich trete dann einfach so nah an Argon ran, dass ich sage, meinen Lohn kannst du behalten. Du weißt schon. Ich habe noch eine Schuld zu begleichen. Slash W, behalte meinen Lohn. Ich habe noch eine Schuld zu begleichen. Wir reden später, ich muss erstmal zu Lagotas. Mach das. Bis nachher. Sehr schön. So, den Auftrag hat er sehr gut erledigt, wie ich finde. Und ich hoffe, dass er jetzt natürlich auch die Anforderungen und die Erwartungen, die in ihn gestellt wurden, auch erfüllt hat. Ich kann es ihm nur wünschen. Denn natürlich schließlich auch, dass mein Kumpel hier im Lager vorankommt, so slash NL Erztausch. Erztausch. 30 Erzbrocken, gut. Sind aber 30 mehr, als wir vorher hatten. Jetzt haben wir hier schon wieder 68. Und dann haben wir hier noch nochmal 20 in
Sackform. Wer ist das? Tairis kenne ich nicht, den Typ. Und Royce kenne ich auch nicht. Naja, gut. Lass den Typen mal alleine. Gut, Erzmänner. Gucken, ob die was zurückschreiben, die zwei. Wir sind ja höflich. Wir wünschen immer allen viel Erfolg beim Schürfen. Theoretischerweise hätte ich jetzt auch noch Zeit, 25 Erzbrocken zu sammeln. Kleine Erzklumpen. Um Vasco scheint auch neu zu sein. Um eben an genug Erzklumpen zu kommen für die Dings. So. Genau. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall einen Cut. Ich mache jetzt hier mal Guard. Und dann sehen wir uns einfach nächste Folge wieder. Oh, ich muss meine Maus-Sensibilität wieder verringern. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder.